sehr erfolgreich absolviert. Hat dann aber auch noch eine ganz bekannte Halbschwester, ist das, glaube ich, ne? Kennen wir auch. Und zwar Cherie, die ist nämlich mit Rebecca Prohl international erfolgreich. So, das ganz kurz. Noch Der Teufel trägt Prada. Nein, ich lasse mich nicht einreißen dazu, irgendwelche Wortähnlichkeiten mit Reiten oder so anzubringen. Hat sie nicht verdient. So, Philipp Weishaupt, Call Me Eva. Ich weiß nicht, Philipp. Findest du nicht, dass das einfach ein bisschen feminin klingt? Eva Weishaupt? Aber gut, wenn du möchtest. So, die Mutter, Staccato, Labrador. Bei seinem Erfolg in Hagen, meine Damen und Herren, dort, wo er den großen Preis gewonnen hat, war er nicht nur eben dort erfolgreich, sondern auch da hatte er diesen Youngster schon mit dabei und da absolvierte er ebenfalls auch schon drei ganz, ganz Top-Null-Runden. Einmal Platz 2, zweimal Platz Nummer 3, Anfang des Jahres dann auch in Eschweiler bei